Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Die Fans des FC Bayern München haben eine Petition gestartet, um Thomas Tuchel als Trainer zu behalten. Diese Petition hat bereits mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt. Die Fans glauben, dass die Entlassung von Tuchel ein Fehler war und sie glauben, dass sie die Situation ändern können. Thomas Tuchel kündigte jedoch auf der Pressekonferenz an, dass er gerne Fragen zu diesem Thema beantwortet, sich aber jetzt voll auf den Fußball, die Bundesliga und die Champions League konzentriert. Quellen wie Bild berichten, dass Tuchels Entscheidung, den FC Bayern zu verlassen, endgültig ist und sich nicht mehr ändern wird. Laut Bild hat Tuchel genug von seinem Job bei den Bayern und ist mit seiner Entscheidung, den Verein zu verlassen, zufrieden. Auf der anderen Seite beharrt der Vorstand auf der Verpflichtung von Ralf Rangnick und es scheint unwahrscheinlich, dass Tuchel seine Meinung noch ändern wird. In den Transfernachrichten ist es eine große Neuigkeit, dass der FC Bayern München an Bernardo Silva interessiert ist. Silva hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 59 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Manchester City und viele große Vereine sind an Silva interessiert. Silvas technische Fähigkeiten werden als große Bereicherung für Bayern Münchens Mittelfeldpositionen angesehen. Die hohen Gehaltsforderungen von Silva könnten jedoch mit den Bemühungen des FC Bayern kollidieren, seine Gehälter zu senken. Dieser Transfer könnte zustande kommen, wenn Silva City verlässt, aber es wird sicherlich kein einfacher Prozess sein. Alphonso Davies steht Gerüchten zufolge vor einem Wechsel zu Real Madrid. Spanischen Medien zufolge hat der Transfer eines Linksverteidigers für Real Madrid derzeit jedoch keine Priorität. Sollte Real Madrids derzeitiger Linksverteidiger Ferland Mendy die Mannschaft verlassen, könnte dies die Tür für Davies öffnen. Allerdings ist der Vertrag von Davies bei Bayern noch in der Schwebe, sodass die Zukunft des Spielers sehr ungewiss ist. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte Davies am Ende der nächsten Saison ablösefrei gehen.